Unterliegt. Moin, Sie Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder. Ja, ist ja gut. Recht herzlich hier zurück in World of Warcraft. Wir machen uns heute zurück auf nach Sturmwind, werden eben kurz den Quest abgeben. Erste Erfahrungen, damit wir das hinter uns haben. Und dann schmeißen wir erstmal den Dingsbums, den Abenteuerführer an und gucken, was unser nächstes Ziel sein wird, wo wir als nächstes questen. Und ja, dann wird jetzt erstmal weitergelevelt. Wir haben jetzt erstmal genug Haustiergedönse gemacht. Das werden wir aber weiterführen, weil das ist eigentlich ganz witzig. Es macht schon Spaß. Und jetzt aber erstmal wieder normales Questen. Wir müssen ja auch mal hier den Balken noch ein bisschen wieder voranbringen, ne? Es muss ja weitergehen. 43 haben wir schon. Ich bin schon mal froh, wenn wir 60 erreicht haben. Dann habe ich zumindest schon mal das Vanilla-Game hochgelevelt. Und dann geht es natürlich munter weiter. Aber es wäre für mich schon mal ein erster kleiner Meilenstein, ja? Der Spiegelsee. Dann geht das hier munter weiter. Also mit den Haustierchen ist schon witzig. Muss man doch wirklich sagen, es ist durchaus lustig. Ihr könnt natürlich auch gucken, jetzt sind hier natürlich bei Sturmwind auch Quests. Ich kann ja mal schauen, wenn das so Event-Dinger sind, sollte man sie vielleicht tatsächlich mal machen. Weil das wahrscheinlich nur im Event funktioniert. Wir können ja mal gucken, was hier an Quests ist. Sie sind nämlich gelb und nicht unterstufig. Gretchen Fenlow, mal gucken. Braucht ihr etwas? Stinkbombenlos. Könnt ihr den Zauber in der Luft fühlen, Jägerin? Ein Freund in der Not. Was sind denn die blauen? Stinkbombenlos gibt aber Erfahrungspunkte. Grüße, Jägerin. Ich hoffe, ihr genießt die Schlotternächte. Ach, genug geplaudert. Kommen wir zum Geschäftlichen. Unterstadt, sie setzen Hexen und widerwärtige Magie ein, um Angriffe auf unsere Stadt zu führen. Manch einer mag sagen, ignoriert doch die Kindereien der Horde. Ich aber sage, zeigen wir es ihnen. Sprecht mit meiner Schwester Gertrude und sie wird euch dabei helfen, ein paar Stinkbomben auf Unterstadt abzuwerfen. Sprecht mit Gertrude Fenlow, um Zugang zu einem Besen zu bekommen. Werft dann Stinkbomben auf Unterstadt ab. Ja, machen wir doch mal. Annehmen. Machen wir erstmal das. Man sieht sich. Schnacken wir mit Gertrude. Moin, Gertrude. Ehre dem König, Freund. Ich bin bereit zu fliegen. Lasst uns Unterstadt bombardieren. Das Licht segne euch. Das Licht segne uns. Auf geht's. Oh, wir sind tatsächlich nach Unterstadt geeiert. So, und nun soll ich einfach Bomben werfen. Bomben abgeworfen. Okay. Deswegen stinkt das überall. Es gibt jetzt Stinkbomben von mir. Hallo. Bams. Jawoll. Ich stink hier einfach alles voll. Dongs. Ihr kriegt Gestank von mir angeworfen. Man muss auch mal so ein paar Halloween-Events machen, ne? Bisschen Gestankbomben durch Unterstadt werfen. Ich will nicht wissen, wie das aussieht, wenn das dann an so einem... so eine reguläre Uhrzeit passiert, wo die dann hier hunderte Leute mit irgendwelchen Besen rumeiern und Bomben werfen. Das stinkt doch die ganze Stadt. Ach Gott, Unterstadt, hier war ich auch schon so ewig nicht mehr. Under City. Ah, verstehe ich auch nicht, warum sie das eingedeutscht haben. Kann es bis heute nicht nachvollziehen. Vor allem, nachdem sie es erst mit englischen Begriffen rausgehauen haben, ja. Wenn sie es von vornherein eingedeutscht hätten, ja, hätte ich verstehen können. Aber das Ding lief ja jetzt erst dann... Jährchen, zwei Jährchen mit englischen Begriffen und dann kommt man plötzlich auf die, oh, weißt du was? Nachdem alle Spieler sich an diese englischen Begriffe gewohnt haben und Abkürzungen gemacht haben für ihre Chats, wie sie sich in irgendwelche Gruppen und Dungeons und sonst was dann zurechtfinden, ja, dann lass mal schön alles eindeutschen, damit dann die ganzen neuen Spieler dann deutsche Begriffe und deutsche Abkürzungen lernen und dann gibt es immer zwei, dann musst du die englische und die deutsche Abkürzung wissen. Ja, Wahnsinn! Das ist total schlau. Keine Ahnung, was die damals geritten hat. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es ist nun mal so. Werfen wir noch so eine Bombe da unten. Ich bin außer Reichweite. We did it. Und du? War's das? Nach Hause zurückkehren, ja. Back zu Sturmwind. Okay. Oh ja, es läuft wieder. War schon ein bisschen gruselig. Dups, dann können wir den Quest auch mal abgeben. Moin. Schönen guten Tag. Stinkbomben los. Das wird diese närrischen Schrapnelle zeigen, was hier, wer hier der Stärkste ist. Nehmt diese Dinge und belohnt euch mit etwas Schönem, Jägerin.
Süßes Saures. Wird beim Aufheben gebunden. Benutzt ein gefährliches süßes Zuckerbonbon mit einem Kern aus dickflüssigem Sirup. Quest beenden. So, aufräumen Sturmwind. Grüße, Jägerin. Genießt ihr die Schlotternächte? Offenbar hat sich die Horde nach unserem Stinkbombenabwurf auf Unterstadt dazu entschlossen, unsere Stadt auch zu bombardieren. Die Stinkbomben, die sie benutzen, sind stärker als die sie letztes Jahr verwendet haben. Die Kraft der Pinie wird nicht genug sein. Wir brauchen etwas mit mehr Wumms. Benutzt diese arkane Reinigungsmittel, Dr. Propper wahrscheinlich, um die Stinkbomben aus der Stadt zu beseitigen. Benutzt den arkanen Reiniger, um die Stinkbomben rund um Sturmwind zu entfernen. Geht los. Und was ist noch ein Freund in Not? Wisst ihr, ich habe Anson noch gar nicht hier draußen gesehen. In letzter Zeit verbringt er seine ganze Zeit damit, sich in der güldenen Rose volllaufen zu lassen. Etwas muss ihm wirklich an die Nieren gehen. Würdet ihr vielleicht mal nach ihm sehen? Besucht Anson Hastings in der güldenen Rose in Sturmwinds Handelsdistrikt. Auf dann. Auf dann. Machen wir. Dann gibt's hier noch Keira. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Eine Zeit des Verlierens. Seid gegrüßt, Jägerin. Während wir versuchen, uns an der Weidenmannszeremonie zu erfreuen, ist es nicht verwunderlich, dass die Horde versucht, unsere Feierlichkeiten zu ruinieren. Die schlauste Lösung wäre es wohl, einfach darüber zu stehen und diese Angriffe zu ignorieren. Ich bewundere diejenigen, die das schaffen. Doch ich kann ihnen nicht helfen. Doch diejenigen, die zurückschlagen möchten, denen kann ich helfen. Falls ihr Interesse habt, Jägerin, nehmt dieses Löschmittel und setzt es gegen den Weidemann der Horde in den Ruinen von Lordaeron ein. Quest, ihr benutzt das Lösungsmittel gegen den Weidemann in den Ruinen von Lordaeron. Wo ist denn? Sind das die Ruinen von Lordaeron? Besucht Anson Hastings. Okay, was haben wir noch? Was habt ihr zu erzählen? Grüße, Jägerin. Der Weidemann, der vor euch steht, symbolisiert, dass sich die Flammen, die ihn verbrennen, sind reinigen Feuer. Die Tradition besagt, was hat das denn? Nochmal von vorne. Grüße, Jägerin. Der Weidemann, der vor euch steht, symbolisiert, dass ich die Flamme, die ich verbrennen, sind reinigendes Feuer. What? Okay, die Tradition besagt, dass wir unsere Bürden abgelegt und sie dem Feuer übergeben. Wir entledigen uns allem, was uns belastet und bereiten uns auf den Winter vor, unter langen Klarheit und Frieden. Nehmt auch an dieser Tradition teil, Jägerin. Nehmt einen Zweig von dem nahegelegenen Freudenfeuer und werft ihn nach dem Weidemann. Okay. Genug der Plauderei für heute. Wo ist denn der Zweig? Wo ist ein Zweig? Ach, da ist der Weidemann. Das ist das Freudenfeuer. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Also, dann nehmen wir mal hier einen Zweig. We did it! Das war doch relativ easy gemacht. Können wir den Quest ja schon mal abgeben? Schießt los oder zieht. Legt eure Lasten ab. Hallo, wie kannst du so unfreundlich sein? Legt eure Lasten ab und lasst euch nicht mehr von ihnen plagen. Jedes Mal, wenn euch eure Lasten zu erdrücken scheinen, denkt an den Weidemann. Passt auf euch auf. Ich denke immer an den Weidemann. Jesper. Schlotternacht Süßigkeiten für Jesper. Ich darf nicht zum Süßigkeiten sammeln gehen. Nach Todesschwinges Angriff habe ich schon Glück, dass die weisen Matronen Nachtigallen mich so weit hinauslässt. Wenn ihr für mich loszieht, dann werde ich eure gesammelten Süßigkeiten gegen welche eintauschen, die ich bereits hier habe. Alle Gastwirte in den größeren Städten verteilen während der Schlotternächte Süßigkeiten. Sprecht mit ihnen und führt ihnen vor, nach was sie euch fragen. In Eisenschmiede verteilen auch ein kleiner Gnom namens Tal was Süßes. Sobald ihr die Süßigkeiten habt, kommt hierher zu mir zurück. Questziel. Sprecht mit den Gastwirten in Sturmwind, Eisenschmiede und Danassus sowie mit Tal Waschi der in Eisenschmiede. Führt ihn vor. Oh, das ist zu viel. Da bin ich realistisch. Das werden wir nicht schaffen. Denn ich weiß nicht, wie lange dieses Event noch geht, aber ich denke mal, dass ich vorher, bevor die nächste Aufnahmesession kommt, ist das dann schon wieder vorbei. Ich räume jetzt erstmal hier noch ein paar Stinkbomben weg, das geht wohl noch. Müssen wir mal gucken. Es sei denn, man kommt irgendwie easy zu allen großen Hauptstädten. Dann könnte man es vielleicht noch schaffen. Aber ich habe erst, also nächste Woche Montag ist bei mir jetzt die nächste Aufnahmesession.
Oktober, Flatternächte, doch, die gehen ja noch bis nächste Woche. Also das könnten wir vielleicht doch noch schaffen. Komm, ich nehme es mal an. Ich nehme es mal an. Vielleicht kriegen wir das doch noch hin. Ich mounte jetzt erstmal wieder auf. Dann haben wir auch mal ein bisschen an Events teilgenommen, an den Schlotternächten. So, komm. Komm, Jesper, wir versuchen mal unser Glück. Vielleicht kriege ich das ja doch hin. Ich glaube, ich komme zu allen größeren Orten von den Hubs aus. Dann haben wir auch alle Hauptstädte mal gesehen. Das ist doch gar nicht so verkehrt, oder nicht? So. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Gestank suchen. Da haben wir noch was. Kann ich auch den entstinken? Nee. Das geht nicht. Der stinkt einfach weiter vor sich hin. Das ist dann nun mal so. Und wieder aufmounten. Ah, there we go. Dass man das nicht vom Mount aus machen kann, ist ein bisschen ärgerlich. Wo sind die Schlotter? Die Schlotter. Wir müssen ja noch irgendwie besuchen, ne? Ein Freund in Not. Wo ist denn ein Freund in Not? Das ist direkt hier. Da ist direkt die Schenke. Läuft. Raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Hier ist die Gastwirtin. Hallo. Ist das der Eimer mit Süßigkeiten? Eimer mit Süßigkeiten. Süßigkeiten-Eimer wie diese hier gibt es in jeder Gaststätte zu finden. Na los, greift zu. Oh, holy shit. Ich bin eine ekelhafte Spinne geworden. Süßes oder saures? Wie widerlich ist das denn? Die sieht ja mal echt ekelhaft aus. Hallo. Ich höre den König, Freund. Muskelspiel für Nougat. Willkommen in meinem Gasthaus, müde Reisende. Was kann ich für euch tun? Muskelspiel für Nougat, das ist ein interessantes Kostüm, welches ihr da tragt. Auch wenn ihr nett seid und einem Kind dieses Jahr beim Süßigkeiten-Sammeln helft, so fürchte ich doch, dass ich euch um eine kleine Vorstellung bitten muss. Mal sehen. Ihr seht in diesem Kostüm stark und muskulös aus. Jetzt geht doch mal ein bisschen an. Ja, lasst eure Muskeln für mich spielen, starke Frau. Wenn ich euch angeben sehe, und auch nur dann, werde ich euch etwas von dem leckeren Nougat aus Sturmwind geben. Ist eine großartige Schlotternacht-Süßigkeit. Ihr müsst vor Gastwirtin Allison angeben, damit sie euch im Gegenzug etwas vom Nougat aus Sturmwind gibt. Annehmen. Seid vorsichtig. Wie gebe ich denn an? Wie gibt man denn an? Muss ich jetzt einfach angeben sagen oder was? Oh ja, Tatsache. Das hat echt geklappt. Jawoll, los geht's. Das Licht sei mit euch. Muskelspiel für Nougat. Ihr seid wirklich stark. Gut gemacht. Danke für die tolle Show. Hier ist eure Süßigkeit. Quest beenden. Dong dong. Questlove, was hat sie denn jetzt noch? Ich kaufe und handle. Muskelspiel für Nougat. Nochmal annehmen. Siehe den Ehrenfreund. Angeben. Scheiße. Angeben. Das kann ich jetzt ewiglich machen und mir Nougat organisieren oder was? Mögen eure Reisen sicher sein. Oh, einmal Nougat reist ja da so. Da haben wir jetzt den Anson. Wie geht's? Ein Freund in der Not. Was wollt ihr? Ich werde meine Studien niemals abschließen, Worgen. Die Forschungsarbeit meines Lebens. Und jetzt ist der Kurier mit den Reagenzien, die ich für die Experimente brauche, spät dran. Man sieht sich. Deswegen besäufst du dich hier übelst oder was? Was ist denn los mit dir? Etwas? Vermisste Erbstücke. Meine letzten Besitztümer hatten eigentlich heute aus Terramoren eintreffen sollen. Das Schiff ist angekommen, aber ich habe nichts von dem Kurier gehört. Die Kiste, die er transportieren sollte, enthält Gegenstände, die schon seit Generationen im Familienbesitz sind. Würdet ihr vielleicht hinunter zum Hafen von Sturmwind gehen und nachsehen, was ihn auffällt? Questziel, durchsucht die Kabine auf dem Schiff des angeheuerten Kuriers im Hafen von Sturmwind nach Hinweisen, was dem Kurier aufhalten könnte. Jo, machen wir doch. So, was haben wir hier? Menschenbürger. Ja, du siehst ja los, er hat eine Maske auf. Hallo. Wenn die Schlotternächte vorbei sind, werden wir alle die Kürbisse zerschmettern. Das wird der schönste Tag meines Lebens. Eine Zeit zum Feiern. Frohe Grüße, Jägerin. Die Schlotternächte sind eine Zeit des Feierns und der Besinnlichkeit. Obwohl es scheint, dass viele von uns vergessen haben. Warum? In der Tat sind manche Aspekte des Festes wie der Weidemann über die Zeit verloren gegangen. Bis jetzt.
mit der Rückkehr von Gilneas in die Arme der Allianz. Begebt euch vor die Tore des Sturmwinds und sprecht mit Celestina Entedank. Sie wird euch mehr von der Weidemann-Zeremonie erzählen. Sprecht mit, okay, das können wir später noch machen. Kostümierte Waisenmatrone. Während der Schlotternächte werden von den Waisenhäusern der Menschen Ausflüge für die Waisenkinder organisiert. Die Kinder sollen Allianzdörfer auf dem Land besuchen. Die armen Kleinen würden so gerne einen wahren Helden wie euch sehen. Warum stattet ihr ihnen keinen Besuch ab? Ihr findet die Waisenkinder in Goldhain, im Wald von Elvin, in Karos, in Dun Morog und bei der Azurwacht auf der Azur-Mythos-Insel. Sprecht mit der Aussicht der Kinder eines kostümierten Waisenmatronen. Sie wird euch die Kinder vorstellen. Okay. Auf dann. Ich nehm's mal an. So, jetzt durchsuchen wir aber erstmal die Kabine. Und kann ich irgendwie wieder diese Spinne... Ich kann mich wieder entspinnen. Ja, ist ja ekelhaft. So, dann müssen wir erstmal... Aufräumen müssen wir auch noch. Weiter aufräumen. Und irgendwie in Richtung... des Hafens zurück. So weit, so gut. Da ist nochmal eine Stinkbombe. Aufräumen. Machen wir halt eben noch, ne? So viel zum Thema. Wir machen den Abenteurerführer nächstes Mal an. Aber man muss ja auch mal an so einem Event teilnehmen. Ich habe noch nie an so einem Event teilgenommen. Ich verpasse die immer. Ich glaube, da geht's Richtung Hafen. Nee. Die Kanäle. Es fühlt sich jetzt erstmal so an, als würde es Richtung Hafen gehen. Bombs. Eins noch. Dann haben wir das erstmal erledigt. So, sauber machen ist abgeschlossen. Durchsucht die Kabine. Doch, wir sind nah dran. Hier so einfach quer runter. Das passt schon. Die Kanäle. Hafen von Sturmwind. Orientierungssinn Wiener 1. So, ich bin mal gespannt, ob wir es überleben. Oh, knapp war's, aber wir leben noch. So, wo müssen wir denn hin? Jetzt habe ich schon ein bisschen Angst, irgendwo runterzuspringen. Wir müssen auf dieses Boot. Nordamantau. Nur dann man tau. Oh, jetzt flasht alles schön rot. Das ist doch angenehm. Wollen wir mal nach Hinweisen suchen. Was den Kurier aufhalten lassen könnte. Angeheuerter Kurier, da ist er ja. Er sieht ein bisschen tot aus. Vermisste Erbstücke. Dieser Kurier wird sich wohl in naher Zukunft nicht mit seinem Arbeitgeber treffen. Und die Kiste, die er transportieren sollte, scheint verschwunden zu sein. Hehlerware. Eine schnelle Überprüfung der Kabine ergibt keine Hinweise auf die Identität des Mörders oder seine Motive. Die Kiste, wegen der ihr gekommen seid, ist verschwunden. Während ihr euch umdreht, um die Kabine zu verlassen, bemerkt ihr, dass sich am Boden etwas Kleines bewegt. Eine Gruppe Spinnen kriecht unter dem Bett des erschlagenen Kuriers hervor. Wo könnten sie hinwollen? Folgt den Spinnen zu ihrem Ziel und befragt den Mann, den ihr dort findet. There we go. Wir folgen den Spinnen. Wo rennt ihr hin, ihr kleinen Biester? Oh, sind noch nicht gerade wenig, ne? Wir folgen den kleinen leuchtenden Spinnen. Dum 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 da dum 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 da dum 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 da. Oh, ist das schon wieder so weit, Hahn? Na gut. So, meine Freunde, ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle ganz kurz einen Break. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.